WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 30. August 1901. Der Staubsauger wird patentiert. Ja, wie gefällt Ihnen der neue Sauger vom Aussehen her? Plastik, ja, das andere auch nicht. Hat halt jetzt den Vorteil, dass jetzt kein Filterkassette mehr aus Stoff ist, sondern wo sie verschließt und wo halt auch der Staub hier drin bleibt. Pass auf, jetzt schalte ihn ein. Und da schalten wir uns auch sicher nochmal zu. Aber Vorführungen dieser Art sind ein späteres Kapitel in der Geschichte des Staubsaugers. Hallo, hallo, gnädige Frau. Haben Sie heute schon Staub gesaugt? Selbst für diese Frage ist es noch etwas zu früh. Wir schreiben das Jahr 1901 und noch kennt man da nur die üblichen Waffen gegen den feinen Dreck im Haus. Lappen, Besen, Kehrblech und Teppichklopfer. Man hat zu der Zeit auch schon mit mechanischen Modellen rumexperimentiert, also so mit Kurbelpumpen, Kurbelventilatoren. Nur waren sie noch nicht mit einer Kraftmaschine gekoppelt. Der Historiker Christoph Glauser aus Bern hat für seine Doktorarbeit die Geschichte des Staubsaugers erforscht. Anfang des 20. Jahrhunderts ist die Zeit reif für eine funktionstüchtige Entstaubungsmaschine. Anders gesagt, es ist dafür höchste Eisenbahn. In diesem Zeitalter sind die Leute passioniert Eisenbahn gefahren. Und das Problem war tatsächlich in den Eisenbahnen am größten, weil da sich sehr viel Dreck und Staub angesammelt hat. Und was alles in die Waggons hineingeweht und getragen wird, ein Chronist beschreibt es so. In den Städten besteht der Staub namentlich aus zerriebenen Hafersegmenten des Pferdemistes. Es sind aber auch allerlei Fragmente von Kleidern, Teppichen, Federn, Zellen der Oberhaut, Spinnfäden, Steinen, pflanzlichen Stoffen, vor allem stets Stärkekörner nachgewiesen worden. Und im Staub stecken Bakterien und Viren, die, wie man zu dieser Zeit schon weiß, auch krank machen können. Das Staubproblem drückt also. Der junge Brückenbauingenieur Hubert Cecil Booth sitzt im Publikum, als eine Londoner Railway Company stolz vorführen lässt, was sie für den letzten Schrei der Entstaubungstechnik hält. Er hat zugeschaut, wie man Staub aus einem Eisenbahnwagen herausgeblasen hat mit einem Kompressor. Und da ist natürlich haufenweise Staub dann aufgewirbelt worden. Aber kaum etwas davon landet im dafür vorgesehenen Auffangbehälter. Und er hat gedacht, man müsste dieses Prinzip einfach umkehren. Also anstatt, dass man bläst, einfach saugen. Saugen statt blasen, die zündende Idee des Mr. Booth. Damit beginnt die eigentliche Geschichte des Staubsaugers. Der Historiker Christoph Glauser erzählt sie so weiter. Dass er dann zu sich heim ins Büro gegangen ist. Und dort hat er von einem Sessel, von einem Polstersessel mal so ein bisschen gesaugt und das ausprobiert, natürlich mit dem Mund, und ist dabei fast erstickt, weil dieser Sessel natürlich bisher noch nie einen Staubsauger gesehen hat. Unverdrossen startet Mr. Booth gleich noch einen Selbstversuch, diesmal auf dem Teppich, vor den Augen seines Geschäftspartners Charles Hitchens. Er breitete ein weißes Taschentuch aus, kniete nieder und saugte für ein paar Sekunden durch das Taschentuch. Und? Auf der Seite, welche auf dem Teppich gelegen hatte, war ein schmutziger Abdruck aus Staub. So funktioniert's. Bereits am nächsten Tag beginnt der begeisterte Mr. Booth zu zeichnen. Eine Vakuumpumpe mit Schlauch, Mundstück und Staubfilter, zum Patent angemeldet am 30. August 1901. Wir bestellten einen Motor mit 5 PS und montierten das Ganze auf einen Vierradwagen. Wir nannten die Maschine Puffing Billy. Puffing Billy, ein tonnenschweres Maschinenfuhrwerk, fast so groß wie eine Dampflokomotive. Und dieses Staubsaugermonstrum steht gleich zu Beginn vor einer besonderen Bewährungsprobe. Eine der ersten Arbeiten, welche die Originalmaschine ausführte, berichtet der Erfinder selbst, war kurz vor der Krönung von Edward VII. Die Reinigung des großen blauen Krönungsteppichs unter dem Thron von Westminster Abbey. Kein Stäubchen trübt die Krönungsfeier dank Vacuum Cleaning. Im Anschluss ordert das Königshaus gleich 2 Palastsauger. Die dafür fälligen 700 Pfund fließen ein ins Startkapital der British Vacuum Cleaner Company. Damit startet Mr. Booth 1902 in London seinen sensationellen Frühjahrsputz bzw. Spring Cleaning Service.
Er ist da mit zwei Pferden vorgespannt, Benzinmotor durch die Straßen in London gefahren und hat dann mit Schläuchen die Wohnungen der Haute-Volée runtergeputzt. Fotos zeigen Puffing Billy geparkt vor einem Haus. Vier lange Schläuche greifen wie Krakenarme in offene Fenster im ersten und zweiten Stock. Der Kutscher trägt dunklen Rock, die übrige Besatzung blütenweiße Uniform. Das waren immer Operators, also am Anfang des Staubsaugers waren nur Männer am Werk. Und damit die Leute unten auf der Straße, die sich dann wegen dem Lärm auch versammelt haben, auch noch was zu sehen bekommen, hat der Glasröhren eingebaut, damit die sehen, wie viel Dreck darunter kommt aus der High Society. Die feine englische Art des Staubsaugens. Allein 1905 leisten sich in London 7000 private Haushalte das teure Reinigungsvergnügen, das längst eine ganze Saugerfuhrwerkflotte erledigt. 63 Tonnen Staub holt die in einem Jahr aus den Salons der Reichen. Abgerechnet wird nach gesaugten Gegenständen. Ein Teppich, 4 Pence. Ein Vorhang, 3,5 Pence pro Quadratmeter. Ein paar Entstaubungspumpen lassen sich auch verkaufen. An Hotels, Restaurants, Clubs und staatliche Einrichtungen. Ein echter Volksstaubsauger lässt aber noch auf sich warten. Der entscheidende Impuls kommt aus Übersee. Ja, diese Geschichte hat angefangen mit einem James Murray Spangler in den USA. Das war ein Asthmatiker. Und der leidet unter seinem staubigen Arbeitsplatz in einem Gemischtwarenladen. Die Not macht ihn erfinderisch. Aus einer Seifenschachtel, einem Kissenbezug, einem Ventilator und einem Besenstiel baut er sich einen Entstaubungsapparat. Der sieht schon wirklich aus wie ein Staubsauger auch. Und das war 1907. Und von da an ging es dann richtig los mit kleinen Elektromotoren, also kleineren Geräten. Dann nicht mehr im industriellen Standard, sondern tatsächlich dann im Haushalt. Spangler verkauft seine Idee an den Lederwarenhersteller Hoover. Der sattelt um auf Staubsaugerproduktion und hat damit weltweit so viel Erfolg, dass der Markenname sogar in England zum Synonym wird fürs Staubsaugen. To Hoover sagt man dort bis heute und eben nicht to Booth. Wenn jemand in einem Mehrfamilienhaus einen Hoover hatte, der hat ja auch noch so klopfende Bürsten eingebaut gehabt. Das hat man dann durch das ganze Haus gehört. Das war ein super Werbespot für dieses Gerät. Und da hatte Booth dann eigentlich keine Chance mehr mitzuhalten mit seinem kleinen, ein bisschen popperligen Elektrostaubsauger. Das Gegenteil von popelig, der Vampir 100 von AEG. Ein Werbefoto von 1925 zeigt eine junge Frau in eleganter Garderobe. Es scheint, als führe sie mit zarter Hand noch eben ihren starken Vampir spazieren, bevor sie sich wieder als Vamp ins Nachtleben stürzt. Diese Frau hat offenbar keinerlei Berührungsängste. Andere nähern sich der unbekannten Haushaltstechnik lieber vorsichtig. Es war auch so, dass die ersten Modelle, die haben Funken geschlagen und ab und zu mal Stromstöße ausgeteilt. Die Frauen wollten am Anfang auch nicht so richtig ran, weil sie dachten, da sitzt der Teufel drin. Was ist auf? Schalt ihn ein. Ja. Schön leise auch. Ja, ja. Ich mache das. Ist den und jetzt. Oh Gott, das will ich sehr leise. Hoover hat gemerkt, dass sie die Staubsauger nicht verkaufen, wenn sie sie ins Schaufenster stellen, aber dass sie sie verkaufen, wenn sie zu den Frauen heimgehen und ihnen zeigen, wie das geht. Der Staubsaugervertreter, auch so eine Idee aus Übersee. Das Prinzip des Haustürverkaufs schafft es schnell über den großen Teich und macht auch in Deutschland Schule. Hallo, hallo, gnädige Frau, haben Sie heute schon Staub gesaugt? Nein? Kennen Sie denn nicht den neuen Vampir-Staubsauger der AEG? Bitte rufen Sie die AEG an. Sie führt Ihnen den Vampir jederzeit gerne auf und auch in Ihrem eigenen Haushalt vor. Ein Vertreter kommt zum Vorsaugen vorbei. Im frühen 20. Jahrhundert sind da peinliche Pannen programmiert. Weil die Elektrifizierung auch noch nicht so weit fortgeschritten war. Das heißt, die sind oft da zu Frauen rein, haben Mehl auf den Teppich geschüttet und dann gemerkt, dass kein Strom im Haus war. Dann mussten sie den alten Teppichklopfer hervornehmen und dann den Teppich wieder sauber klopfen. Das hat es immer wieder gegeben. Aber die wachsende Lust auf Staubsauger fördert die Elektrifizierung. Der Ausbau des Stromnetzes wiederum steigert den Absatz elektrischer Haushaltshilfen. Neben dem Staubsauger sind das in den 1920er und 30er Jahren in Deutschland vor allem Kochplatte, Heizkissen und Bügeleisen. Staubsauger werden immer öfter als Alleskönner verkauft.
Mit entsprechendem Zubehör fungieren sie als Föhn, Mixer, Bonergerät, Brotmesser, Mottengiftspritze, Massagegerät oder auch als Pflegeinstrument für Pferde, Kühe und Hunde. Die Produktion kommt in Schwung. Bei Siemens geht schon 1930 das 500.000. Gerät vom Band. Haushaltstechnik im Höhenflug. Bis zum Zweiten Weltkrieg. Und der Hitler hat dann den Staubsauger zu einem entarteten Luxusgerät deklariert und da wurden dann eben die Fabriken wurden dann umgebaut zu Rüstungsfabriken. Das waren elektronisch spezialisierte Firmen, die konnten also nicht nur Staubsauger herstellen, sondern auch Minen und Bomben. Nach 1945 mühsamer Neuanfang, auch für Staubsaugerhersteller. In den technikbegeisterten 50ern läuft das Geschäft glänzend. So ein blitzsauberer Boy. Ganz der Papa. Das sagen alle Väter. Dabei hat er so viel von mir. Ich bin der feine Starboy, nun seht mich an. Der Kobold ist, der Kobold ist, der Liebling aller Frauen. Liebling aller Frauen, das ist natürlich übertrieben, aber nur ein bisschen. Der Kobold wird zum meistverkauften Handstaubsauger in Deutschland. Auch er ist dank Zubehör multifunktional. Bloß kochen kann er nicht, heißt es in einer Werbebroschüre der 50er Jahre. Aus dieser Zeit stammt auch das Lieblingsmodell des Staubsaugerforschers Christoph Glauser. Das war ein Staubsauger, der einem Satelliten nachgebaut wurde. The amazing Hoover Walk-on-Air Constellation with Hoover's new cleaning head. Und der schwebte auf einem Luftkissen. Das heißt, wenn man den Strom eingeschaltet hat, dann ist er wie ein Hündchen hinter einem her geschwebt. Das war ein lustiges Modell, hat aber selber auch sehr viel Staub aufgewirbelt. Genau diese Art von Wirbel sollen heutige Staubsauger unbedingt vermeiden. Für Allergiker geeignet. Wollen viele sein. Sie haben eingebaute Mikrofilter, HEPA-Filter, Ultra-HEPA oder Lamellen-Spezialfilter. Vieles hat sich verbessert in den letzten Jahrzehnten. Beim Stromverbrauch, beim Betriebsgeräusch, bei der Handlichkeit. Die leichtesten Bodengeräte wiegen heute unter 4 Kilo. Es gibt Sauger mit und ohne Beutel. Mit manchen kann man sogar nebenbei feucht durchwischen. Einige Geräte machen ihren Job ganz ohne führende menschliche Hand. Auch 120 Jahre nach dem Patent für ein Staubsauger-Ungetüm namens Puffing Billy scheinen die technischen Möglichkeiten noch nicht ausgereizt. Saugroboter zum Beispiel, die sind ja längst in vielen Haushalten im Einsatz, nennen sich smart und intelligent. Zum selbstständigen Treppensteigen sind sie aber immer noch zu blöd. Auch für dieses Problem wird irgendwann ein findiger Geist eine pfiffige Lösung finden. Nur freue der oder die sich bitte nicht zu früh. Denn, so der Historiker Christoph Glauser, die Geschichte des Staubsaugers hat uns einige Male und immer wieder eindrucksvoll gelehrt, dass im privaten Haushalt manchmal alles nicht genauso technisch sauber abläuft, wie die Techniker oder die Ingenieure sich das vorstellen bisweilen. Ja. Schön leise auch. Ja, ich mache es. Jetzt den Antieter und jetzt. Oh Gott, das will er schön leise. Ja, jetzt, also, ja, jetzt muss er schaffen, Frau Lohs. Das ist ja richtig. So fertig. Aus, weg. Schluss. Frau Lohs, ich wollte Ihnen bloß zeigen, was ich wirklich wollte. Ja, ich weiß, aber ich habe zwei Sauger. Das, ich will Ihnen noch gar keinen Sauger verkaufen, Frau Lohs. Du? Ich zeig's doch Ihnen bloß. Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Tiegel an die Patentierung des Staubsaugers am 30. August 1901. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über die Schlussworte der Angeklagten im Nürnberger Prozess. Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. wdr.de